Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Project Unstable 5. Ich bin wieder da, yay. Genau, und es ist ein bisschen was passiert. Ich bin nämlich jetzt schon wieder ein wenig da und habe schon mal ein wenig angefangen, etwas zu machen, was man da oben sehen wird gleich. Genau, aber erstmal bin ich wieder da, das heißt, jetzt geht es erst ein bisschen geregelter los und wir machen heute auch mal zwei, drei Dinge noch. Also schauen, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen nachgeholt und habe jetzt erstmal hier oben angefangen, ein wenig auszubauen. Es ist noch nicht final, aber so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Als Baum. Die Dinger hier sind auch nicht final, das ist nur erstmal, dass ich irgendwas habe. Hier werden dann vielleicht Maschinen oder sowas reingestellt oder Kleinigkeiten. Hier außen, hier geht es ja nach außen dann noch. An die Ecken habe ich auch noch ein bisschen Platz. Hier könnte ich auch noch was reinpacken. Könnte irgendwie Gänge machen noch oder was weiß ich, sowas man hier doch durch. Ich muss mal schauen, wie wir es machen wollen. Genau. Und ja. Danke. Genau. Das, genau. Es hat sich auch auf dem Server was getan in der Zeit, wo ich nicht da war. Den Purple hat mal geupdatet. Und wir haben jetzt auch Open Blocks mit drauf. Das ist interessant. Das heißt, wir haben jetzt hier XP-Bottler und, was richtig cool ist, wir haben den XP-Drain wieder und wir haben den Minecraft. Hallo? Okay. Und den XP-Schauer haben wir wieder. Oh, es ist so schön. Es ist einfach so schön. Das ist so... Oh, kann man wieder schöne Dinge machen. Können wir uns eine kleine Dusche bauen. Genau, und da habe ich jedenfalls das schon mal gebaut. Dass das hier soweit fertig ist. Ich habe auch schon mal ein paar größere Fackeln nochmal gemacht gehabt jetzt. Da unten ist unser Teil. Und was ich auch gemacht habe, was wahrscheinlich keinem aufgefallen ist, aber ich habe alle Bäume versetzt. Den Baum habe ich ein Stück nach hier hinten verschoben. Den Baum habe ich ein Stück nach dahin und nach zur Seite verschoben. Den auch und den auch. Der hier ging sogar in zwei Richtungen. Der ging einmal nach da und einmal nach da. Weil ich brauchte überall ein bisschen mehr Platz, damit es ungerade ist in der Mitte. Und warum flackern die ganze Zeit die Bäume? Das nervt mich. Ich gehe mal wieder hoch. Da sieht man das nicht so. Ich habe eigentlich die Mapmappings umgestellt. Ich meine, ich werde jetzt nicht nochmal draufklicken, aber ich will mal trotzdem gucken. Video-Settings sind auf 3. Das letzte Mal, als ich es auf 3 gestellt habe, hat es dann nicht mehr geflackert. Ich weiß nicht, das flackert immer, bis ich es umstelle. Habe ich es einmal umgestellt, dann geht's. Das ist faszinierend. Nun gut, jedenfalls, das hier oben wird dann unsere Base. Also der Kern unserer Base sozusagen. Und dann hier zu den 4 Ecken, hatte ich mir überlegt, gehen wir dann also praktisch nach hier, nach da und nach da, gehen wir dann so ein bisschen raus. Das heißt, hier werden wir vielleicht nochmal einen Baum bauen. Hier bin ich mir noch unsicher, wie wir das machen. Ob wir einfach nur vielleicht einen Balkon machen, genau wie hier. Oder ob wir sagen, wir gehen sogar ganz über den Fluss drüber, machen den Fluss vielleicht noch breiter und machen dann hier eine schön große Brücke und haben dann hier noch einen Baum. Sodass wir wirklich eine relativ große Fläche von der Base haben, habe ich mir so überlegt. Diesmal alles so ein bisschen getrennt. Nach hier hinten können wir dann sowieso, also hier hinten wird vielleicht nochmal ein größerer Baum sein oder so. Wo wir dann hier auch nochmal einen Weg nach hinten haben und so weiter. Wir können ja hier, wir haben ja einen relativ großen Wald, wir können ja hier ein bisschen austoben. Und vielleicht ist das ja am Ende sogar nur eine kleine Base. Vielleicht haben wir ja dann irgendwann... mal ein Riesending, was eigentlich auch ganz cool wäre. So wirklich einen absoluten Mammutbaum gebaut. Ich meine, wir könnten theoretisch sagen, wir setzen einen Baum unten hin. Auf den Baum pflanzen wir 4 Bäume an. So ist ja praktisch so ein richtig groß. Müssen wir schauen. Also 4 Bäume sind vielleicht doch ein bisschen klein. Für, na, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall, so in etwa habe ich es mir so ein bisschen gedacht. Hier in der Mitte bin ich mir noch unsicher, ob ich den Stamm nach unten ziehe. Ist wahrscheinlich am besten. Und dass wir dann hier drinnen irgendwie Fahrstuhl oder irgendwas haben oder halt nur erstmal dieses, die Ropes haben. Ja, genau. Nun gut, aber dann müssen wir erstmal schauen. Wie gesagt, das habe ich erstmal so ein bisschen gemacht gehabt. Ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir nochmal einen Mana Steel Helm und Mana Steel Leggings gemacht. Der Bug ist zurück, dass man jetzt praktisch das wieder sieht. Das hatten wir das letzte Mal eigentlich dann nicht mehr, dass die Rüstung gesehen wurde. Ich weiß nicht, warum das wieder zurück ist. Das nervt mich ein wenig, aber nun gut. Golden Lasso habe ich mir auch noch gemacht. Aus dem Grund, weil, ja, meine Tiere wurden ein wenig dezimiert, von Zombies und so weiter. Das heißt, die Tiere müssen wir dann eigentlich auch in den Baum bringen, dass wir irgendwie uns einen Farming-Baum oder sowas machen, weiß nicht.
Genau. Und deswegen sind auch keine Hühnchen da, weil eine Spinne sich rein verirrt hat. Und dann, ja, toll. Tschüss, Hühnchen. So, hat sich irgendwas getan? Nö. Ich habe ein bisschen Lava gesammelt. Ich habe mir einfach die hier Tanks gemacht, weil das sind die billigsten Tanks, die wir jetzt haben. Weil wir brauchen einfach nur Clay und andere Dinge. Sie können 4 Eimer halten, ist jetzt nicht so viel, aber hat ein bisschen gereicht. Und damit mache ich halt immer so schön hier flupp und dann Mana. Und dann kriege ich Mana. Das ist wunderbar. Genau. Hundi sitzt auch noch hier. Hier habe ich mein Deck abgemacht, weil ich mich mal gestoßen habe beim Aufstehen. Ja. Ein paar Items sind dazugekommen, auch ein paar Rüstungsteile noch durch Mobs, die da irgendwie, keine Ahnung. Ist manchmal sau komisch, ich weiß nicht, von welchem Mod das kommt. Da ist dann ein Zombie, der hat irgendwie 100 Leben. Oder auch normale Zombies. Du schlägst ihn und dann spawnen in der Umgebung noch mehr Zombies. Und laufen sich zu. Ich hatte dann wirklich innerhalb von 20 Sekunden habe ich es geschafft, von 5 Zombies auf 20 Zombies zu kommen. Und das ist nicht normal. Ich weiß, Vanilla hat so eine Mechanik, dass sich Zombies irgendwie, dass ein neuer Zombie spawnen kann oder so. Ja, aber nicht so extrem. Dass es sich vervierfacht innerhalb von 20 Sekunden. Und halt, manche Zombies hatten das Problem, sie haben halt über 100 Leben. Das heißt, du musst Ewigkeiten draufkloppen. Und dann, ja, spawnen da die ganze Zeit Dinger. Nun gut, ja. Jetzt wollte ich mal gucken, weil es ist ein bisschen was passiert in der Zeit. Wie gesagt, ich war jetzt die ganze Zeit nicht da. Das heißt, ich muss jetzt mal so ein bisschen gucken, was da wie soll man sagen, noch, also ich habe die Kommentare mal schön gelesen und ich wollte mal gucken, ob es noch irgendwas Wichtiges war, was ich noch sagen wollte. Ja, ich habe in der Zeit irgendwie 1000 Abonnenten bekommen. Yay. Ich finde halt immer noch, also ich will jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten oder so, aber ich finde halt wirklich, ich bin nicht einer, der sagt, oh, ach, ich schmeiße jetzt eine riesen Party, weil ich 1000 Abonnenten habe, weil es ist nur eine Zahl und das sind einfach nur 1000 Leute, die mal auf den Knopf gedrückt haben. Vielleicht nicht mal 1000, vielleicht waren es sogar weniger, die halt dann irgendwie doppelt und dreifach mit verschiedenen, kann ich es eigentlich. Und warum hier unten immer Mob-Spawns? Auch eine Frage. Oh, guck mal, das ist ein Zombie. Kann ich den Effekt nochmal replizieren jetzt? Ich schlage mal. Jetzt nicht. Weil sonst, weil hier unten ist alles ausgeleuchtet. Ich habe extra geguckt. Und da kommen dann die Zombies von hier oder einfach mal von hier. So halb im Licht. Ich weiß nicht. Haben die Sacred Oaks diese Probleme? Da ist schon wieder einer. Hi. Ich habe keine Ahnung, es liegt so ein Circuit. Ja. Lass mich dich schlagen. Danke. Nun gut. Ich glaube aber nicht, oder? Hatten die so einen bösen Effekt? Das wäre ja doof. Jedenfalls habe ich noch Folgendes überlegt, weil die Circuit Oaks sehen ja aus wie Oak mit halt so ein bisschen Lianchen dran. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir werden hier oben einfach dann mit Hilfe von Exchanger oder was weiß ich nicht dafür sorgen, dass das dann alles hier oben ein bisschen schöner aussieht. Das heißt, wir tun dann einmal hier so ein paar Stämme und hier in der Mitte vor allem beim Hauptstamm. Also es sollte alles so ein bisschen aussehen, als wäre es praktisch so ein paar Stämme, die nach oben gehen an manchen Stellen. Praktisch alles so ein bisschen verknorpelt und so weiter. Und jetzt nochmal zur eigentlichen Idee. Es wird mehr so jetzt Informationen und Frage an euch jetzt. Hier oben dazwischen würde ich gerne Glas bauen einmal. Dass wir wirklich einmal so einen Glasring haben. Und dann würde ich gerne noch eine Etage hier draufsetzen. Weil wir haben ja noch nach oben hin genug Platz. Dass wir noch eine zweite und vielleicht sogar eine dritte Etage hinbekommen. Und demzufolge hatte ich so überlegt, wie wir es mit dem Lager machen wollen. Warum flackert alles? Guck mal, es flackert jede Textur. Seht ihr das da vorne? Es flackert gerade alles. Moment, wir machen mal einen kurzen Cut-Moment. So, wieder da. Der da jetzt funktioniert. Jetzt ist da vorne kein Flickern mehr. Jetzt ist das alles schön. Jetzt kann ich auch die Bäume angucken. Ich habe die Mipmaps jetzt einfach wieder auf 4 gestellt. Anscheinend muss ich die Mipmaps einmal anfassen, dann funktioniert das. Wenn ich es anscheinend nicht mache, dann habe ich Probleme. Ist interessant. Nun gut. ja, jetzt flickert es wenigstens nicht mehr, ne? Jetzt kann man schön gucken. Jetzt ist auch das schöner. Gut,
Was ich eigentlich sagen wollte. Wie das mit dem Lager machen wollen. Das Problem ist, hier auf der Etage hatte ich zuerst überlegt, ob ich praktisch die Drawer hier an die Seite mache und praktisch einmal komplett eine Lageretage mache hier. Das wirklich unser großes Lager hier ist. Das Problem ist, ich glaube, die Drawer reichen nicht. Also der Drawer-Controller müsste dann wahrscheinlich irgendwo in der Mitte stehen, damit es alles erreichen. Ich habe keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So, das ist so ein bisschen mein Problem gewesen. Und deswegen habe ich mir überlegt, entweder wir setzen es drüber, dadurch kommen wir nochmal ein paar Blöcke rein. So drei Blöcke. Können dann hier die Drawer draufpacken. Oder aber wir packen es drunter. Wir haben hier drunter nochmal so ungefähr vier Blöcke Platz, die wir auf jeden Fall nutzen können. Für alles Mögliche. Das heißt, wir können auch unser Drawer-Lager drunter packen. Dann ist aber die Frage, wie wollen wir das umsetzen, dass es auch halbwegs gut funktioniert, halbwegs gut aussieht und so weiter. Ich bin mir noch unsicher mit dem Lager, wie wir das wirklich umsetzen wollen. Und deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr vielleicht noch irgendwelche Ideen habt vielleicht. Also meine Idee wäre entweder drüber gebaut, drunter gebaut. Wobei drunter hat halt auch immer den Nachteil, man muss ja immer erst hin. Es wäre halt schön, wenn ich alle Drawer verbinden könnte einfach. Wobei wir könnten es so machen, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Wir könnten es machen wie in Unstable 3. Dass wir sagen, wir haben Drawer. Einmal hier, einmal da. Also dass wir praktisch wirklich Wände haben. Also große Wände, große Flächen einfach nur aus Drawer. Wo ich noch schauen muss, wie ich das umsetzen will. Weil im Moment, das hier sind ja durch die Rundung relativ kleine Flächen nur. Wir könnten es drüber machen in die Etage, dass wir die irgendwie rechteckig machen und da es bauen. Aber ist egal, müssen wir schauen. Denn letzte Staffel hatten wir es ja so gemacht. Wir haben die ganzen Drawer. Also nicht letzte Staffel, vorletzte Staffel. Wir hatten zwei große Wände mit Drawern. Die waren nicht verbunden über einen Drawer. Das waren zwei separate Dinger, die praktisch auch separate Terminals hatten und so weiter. Dass man praktisch auf die einzelnen Dinger nur zugreifen konnte. Eins für Erze, eins für Sonstiges. Dass wir sowas nochmal bauen. Dass wir halt wirklich sagen, okay, wir haben mehrere Teile wieder. Dass wir es praktisch so kategorisieren. Das ist das Zeug, das ist das Zeug, das ist das Zeug, das ist das Zeug. Dass wir es irgendwie damit hinkriegen. Das Problem wird nämlich noch, es muss eigentlich relativ zentral sein von allem. Also entweder wir bauen hier drüben nochmal, das ist nämlich die letzte Möglichkeit, die ich noch hatte, wir bauen einen Lagerbaum. Das heißt, wir bauen nochmal so ein großes 4x4-Gebilde wie hier, was praktisch hier mit einer Brücke verbunden ist. Wir bauen im Endeffekt das hier nochmal. Die Frage ist halt nur, was machen wir dann mit dem? Aber lassen wir erstmal. Was wir direkt drauf auslegen, dass dort nur Lager ist. Das heißt praktisch, die Etage ist kleiner, das reicht dann vielleicht sogar ein Baum. Statt vier, mal schauen. Das Problem ist halt, wie verbindet man das? Weil ich möchte gerne hier auch ein Terminal haben. Nur, Luftlinie und so. Wir könnten natürlich hier diese Quantum Bridges machen. Brauchen halt Energie, brauchen halt mehr Energie, könnten wir auch machen. Da müssen wir halt schauen, wie wir das umsetzen wollen. Am Ende. Denn ich weiß, ich sollte nicht unbedingt eine Blind Logistics so sehr machen, aber wie gesagt, wir haben nicht unbedingt sehr viel andere Auswahl. Und ich muss sagen, mir ist Folgendes aufgefallen, ein Jetpack fehlt schon ganz schön. Also ohne Jetpack kann ich hier nicht unbedingt großartig fliegen und irgendwas machen. Ich kann nicht außen am Baum arbeiten und so weiter. Ich habe halt hier erstmal ausgehoben gehabt, soweit wie es ungefähr ging, dass es halbwegs gut noch aussah draußen. Deswegen ist hier das alles so flach ausgehoben, weil ich das einmal alles weggeklopft hatte. Ist ja alles in der Kiste. Holz! genau. Nun gut, aber das ist erstmal dazu. Ich wollte es nur erstmal gesagt haben, so ein bisschen, was Sache ist, was ich mir überlegt habe, was wir vielleicht machen. Mit dem Lager muss ich vielleicht nochmal nachdenken, wie wir es machen wollen, weil ich möchte gerne trotzdem wieder ein Drawer-Lager haben. Ich möchte gerne so viel wie möglich in Drawern haben, damit, sollte es im E-System down sein, wir noch auf fast alles zugreifen können, was jetzt Rohmaterialien sind. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Na gut, müssen wir dann mal schauen, wie wir es machen. Jedenfalls, habt ihr gedunkt? Glaube nicht. Das ist nämlich das Schöne, ich brauche kein Dirt mehr, um hier rüber zu springen. Ich habe durch meinen Sash immer die Möglichkeit, einfach drüber zu hüpfen. Habe auch noch ein bisschen mehr Mana mittlerweile. Also, es kommt alles langsam zusammen. Gut, bist du wieder bereit? Ja, wunderbar. Gut. So.
Genau, das wäre das Zeug, dann praktisch mal alles dann hochschaffen, wenn ich halt weiß, wie ich das Lager ungefähr machen will. Ob ich die Smeltery mit da reinbauen will und. So, das erste, was wir mal machen, ich habe nämlich vorbereitet, dass wir uns einen Band of Mana mal machen können. Denn das Band of Mana hat einen großen Vorteil im Gegensatz zum Mana Tablet. Ich mache das mal so vier Mana-Stil, ne? Und das Ding gibt es jetzt auf dem Band. Ich leg das mal an. Der Vorteil ist nämlich, einmal dieses Band haben wir jetzt praktisch. Das ist eigentlich wie ein Gürtel, ne? Also eigentlich. Bin gerade überleben, das Rezept könnte man auch schön anpassen noch. Könnte man auch im Endeffekt einen Gürtel reinmachen. So ein Leather Belt. Ich meine, kostet nicht viel, ist ein Tent Leather. Haben wir. Aber ja. Nun gut. Genau, so viel erstmal dazu. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall diesen Band of Mana. Das heißt, wir haben einen Slot frei und wir können es rumlaufen, dann trotzdem das Mana. Einziger Nachteil ist immer, wir müssen es rausnehmen. Wenn wir es aufladen wollen, müssen wir es irgendwo reinballern. Dass sich auflädt, bis wir halt die Sparks haben. Was dann aber auch hoffentlich relativ zügig funktioniert. Und wir können es halt auch, habe ich jetzt gerade gemacht, wenn ihr es in der Hand haltet, könnt ihr auch einfach Rechtsklick machen und dann setzt ihr es automatisch rein. Funktioniert super. Gut, genau. So, was das für ein Lied gerade ist, habe ich keine Ahnung. Die schreit nur rum. Ich mach mal weiter, ne? Ja. Genau. Mit Chisels und Bits werden wir dann auch oben uns auch noch ein bisschen austoben. Ich hatte es am Anfang überlegt, ob ich es machen will, aber nee, lassen wir es erstmal. Lassen wir erstmal da oben das Zeug. Ja. Gut. Bis ich weiß, was wir mit dem Lager machen wollen, lasse ich es erstmal. So ist wahrscheinlich besser, ne? Jetzt verlässt mich gerade so irgendwie halb meine Stimme. Bin ich nicht mehr gewohnt zu reden. Gut. Jedenfalls würde ich gerne noch eine Sache machen. Und zwar würde ich trotzdem gerne anfangen, schon mal wenigstens, dass wir uns irgendwie einen Tank machen können. Und zwar gibt es da die wunderschönen Portable Tanks von Tyrming Expansion. Dafür brauchen wir Kupferplatten, Glas, ein Redstone Servo. Das ist relativ einfach. Ja. Und dann können wir den Tank können wir nicht upgraden. Hardened Upgrade. Das Ding da, genau. Hardened Upgrade Kit. Upgrade Kit hießen sie. Dass wir praktisch einen Tank machen und uns vielleicht ein Hardened Upgrade Kit. Wobei wir brauchen auf den Stahlplatten noch. Stahlplatten kriegen wir halt nur durch die Presse. Oder, was mich ein bisschen stört, auch hier raus. Hier brauchen wir einen, kriegen eine Platte, hier brauchen wir einen, kriegen eine Platte. Müssen wir mal schauen. Ich will mich auch nochmal hier ein bisschen einlesen, in diesen Smart Output Sache, weil hier kannst du noch mit den Upgrades irgendwie da arbeiten und dann gibt es da, müssen wir mal schauen. Tinker.io kann sicher auch ganz interessant werden. Eis braucht man dafür aber noch, okay, gut, habe ich nicht. ja. Okay. Was ich erstmal sagen würde. Ein bisschen Erze habe ich ja noch. Ich nehme mal zwei Gold. Ball die mal rein und wir machen uns jetzt mal einen Cast. Und zwar einen Plattencast, dass wir uns ein paar Platten gießen können dann. Und dafür brauche ich aber erstmal. Habe ich denn. Ich hatte doch, glaube ich, den Hammer irgendwo, ne? Den, da. Engineering Hammer. Und zwar brauchen wir erstmal einen Platten. Und zwar. Können wir nämlich eine, also zwei Arten von Platten können wir machen. Wir können Tin und Kupferplatten machen. Allerdings, das ist der Nachteil, man kann sie nicht so machen, sondern man braucht zwei. Zwei Ingots, dann kriegt man eine Kupferplatte raus. Und eine Platte brauchen wir ja, um uns einen Cast zu machen am Anfang. So, zwei Gold sind drin. Gießen wir einmal drüber, machen uns jetzt einen Plattencast. Tada, wunderbar. Und dann sorgen wir jetzt einfach dafür, dass wir ein wenig Kupferplatten haben. Vier Stück. Flup. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nein, wir brauchen nur das Servo. Dafür brauchen wir viel Redstone. Und ein Eisen. Chup, 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 chup.
Gut, dann brauchen wir noch 3 Glas. 1, 2, 3. So. Nehmen wir eins nochmal raus, packen das hier rüber rein. Da geht es schneller. Okay. So, das ist fertig. Machen wir an. Dann machen wir uns mal ein paar Platten. Wunderbar. So, wir brauchen 4 Platten. 3 Glas. Glas. Und 4 Platten. Okay, das Lied ist gerade von okay auf komisch gegangen. So, Portable Tank. Der Portable Tank kann nämlich schon ein paar Eimer halten. Und zwar ganze 20 Stück, wenn ich mich recht entsinne. 3, 4, 5. Ich glaube, es waren 20 Stück, die er halten kann, ne? Können wir halt abbauen. Und dabei ist halt Inhalt und wir können ihn mitnehmen. Genau, 20 Eimer. Das heißt, es ist schon ein relativ großer Tank, den wir jetzt erstmal haben, den wir mitnehmen können. Und wir können den jetzt noch upgraden. Dafür brauchen wir aber, wie gesagt, Invar und Stahl. Und Stahl möchte ich jetzt erstmal noch nicht dafür verschwenden. Aber wir haben jetzt erstmal einen Tank. Was ich gleich mal... Kann ich eigentlich den Hammer nehmen? Nein, okay. Dann machen wir uns mal einen Crescent Hammer. Eisen und Tin. So, sorry. Da musste kurz, ich hatte da klingelt. So. Wo war stehen geblieben? Genau, wir haben einen Crescent Hammer gemacht. Damit sollte ich jetzt eigentlich. Ah, genau. Jetzt kann ich es einfach mit Shift-Rechtsklick kann es einfach mitnehmen. Und ich kann es mit einem Rechtsklick. Seht ihr, unten ist blau, jetzt rot. Man kann ein Auto-In- und Output einstellen damit. Das heißt, wenn ich das hier oben drauf packe, passiert nichts, aber sobald ich es auf Auto-Output stelle, flupp! Hat er hier drin die Lava komplett aufgefüllt. Was es vorher nicht war. Das ist ganz toll. Genau, und damit können wir halt jetzt schon mal ein bisschen mehr machen und brauchen nicht unbedingt die Tanks. Die sind zwar schön für so ein bisschen Flüssigkeit, aber irgendwann ist auch mal gut. Bangen wir mal mit hier rein. So, und dann kann ich nämlich noch ein bisschen Lava dann unten sammeln. Okay. Das ist schön. Da haben wir nämlich schon mal Lava, dann kann ich nämlich hier noch ein bisschen die Thermalilie auch noch ein bisschen schöner befeuern. Leider kann sie ja, nimmt sie ja nicht. Gut. Leider nimmt sie ja nicht direkt aus dem Eimer. Aus dem Tank. Was wir aber noch haben, wir haben ja ein paar Mods drauf. Ne? Wir haben ja auch Blood Magic noch drauf, damit müssen wir unbedingt auch noch anfangen. In relativer Bälde, weil ich will ein paar Huhn noch machen, gerne. Genau. Dass wir praktisch Blutnetzwerk und alles kriegen, dass wir uns eine kleine Mobform dann mal langsam aufbauen können. Wir müssen noch ein Nether, wir müssen noch wieder Skelette farmen. Purple hat, war ja so freundlich, hat mir ein paar Netherwarzen und alles gegeben, dass wir ein bisschen was schon machen konnten, ja. Nun gut. Ja. Weg. Flup. Flup. Die Frage ist jetzt, ob ich noch irgendwas übersehen gehabt? Wollte ich noch irgendwas sagen, bevor ich es jetzt vergesse? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir jedenfalls nichts aufgeschrieben. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir müssen noch ein bisschen... dann schauen, dass wir die Tiere hochkriegen. Ich muss mir das im Lager überlegen, deswegen das wäre schön, wenn ihr da mir auch noch ein bisschen was mit sagen würdet. Und dann würde ich zur nächsten Folge dann das vorbereiten, dass wir entweder dass wir die Tage entweder uns ransetzen und Botania weitermachen, Blood Magic oder sowas, oder erstmal ein bisschen mehr auf den Technikzweig gehen. Da muss ich schauen, wie sie es ergibt und wie es alles funktioniert und keine Ahnung. Ja, da müssen wir halt wie gesagt schauen, wie wir es dann am Ende umsetzen wollen. Ja. Ja.
Nun gut. Ja, dann würde ich aber sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge für heute. Ist jetzt nicht ganz 30 Minuten nochmal. Ist halt erstmal so, hey, ich bin wieder da. Das sind jetzt erstmal die Pläne. Und deswegen konnte ich jetzt nicht allzu viel vorbereiten. Alles Mögliche natürlich. Deswegen, ja. Ich will ja selber ein bisschen informative auch Folgen machen. Bei der Mobs könnte man eigentlich auch weitermachen. Das ist auch noch die Frage, baue ich eine Mühle oder baue ich es oben irgendwie drauf auf dem Baum? Nun gut. Aber ich werde vielleicht noch ein bisschen am Baum weiterarbeiten. Vielleicht schon mal trotzdem die nächste Etage anfangen und das schon mal vorbereiten. Und dann ist halt einfach nur die Frage, wo wir das Lager hinbauen. Wie wir das Lager bauen. Ob wir jetzt sagen, wir machen mehrere Draw-Lager oder ich versuche praktisch alles doch irgendwie zu verbinden oder ich weiß nicht. Im Moment wirkt das ja auch noch relativ zu alles hier. Vielleicht kommen da noch ein paar Leaves und so weiter, kommen wir hier auch noch überall mit hin. Das wird noch ganz schön. Ja, und hier muss ich halt gucken, wie wir das hier machen und was wir da machen. Weil ich würde gerne, das war so meine Idee, dass wir wie so auf Ästen laufen, das ist praktisch, kann man mal ganz kurz hier ragt sie so ein bisschen raus. Das ist aber ein bisschen höher. Ich will das jetzt nicht gerade abflachen, sondern ich würde gerne Folgendes machen, dass wir hier irgendwie so einen kleinen Weg haben dann. Also nicht jetzt hier an der Stelle, aber in Bäumen dann halt so einen kleinen Weg, der dann hier irgendwie hochgeht. Und hier haben wir dann mit Geländer so ein bisschen das so gemacht, dass man praktisch dahin laufen kann. Dass praktisch der, dass nicht alles eine Etage ist. Dass nicht alles flach ist und man auf einer Stelle läuft, sondern dass man mal Erhöhung hat, dass man mal ein bisschen hoch geht auf der Seite, da geht man ein Stück runter, da läuft man um eine Kurve, dass es wirklich ein bisschen verwinkelter vielleicht ist und dadurch auch schöner. Müssen wir schauen, wie das dann alles funktioniert. Und wie es am Ende aussieht. Und wie praktisch es am Ende ist, weil es kann natürlich trotzdem sein, dass es absolut doof dann am Ende ist. Nun gut, und wir wollen ja unterirdisch dann auch noch ein bisschen was machen. Unterirdisch kommen dann halt die großen Dinge wie Reaktoren oder größere Automatisierung und so weiter, kommen dann dahin. Und in die Bäume kommen dann halt so die kleinen, feinen Sachen. Ja, dann muss ich halt schauen, ob ich es so mache, dass ich praktisch hier einen Baum mache und hier in der Mitte irgendwie doch noch größer werde. Falls ihr sagt, es ist zu klein, mach es größer. Bauen wir da in der Mitte noch größer. Können wir auch machen. Zur Information, wir haben genügend Holz und wir haben genügend Setzlinge. Wir können viel Spaß haben. Ich habe auch eine Lumber-Axe, die wird nicht reichen, um so einen Baum zu fällen, aber ihr hopps. Also wir können da ein bisschen ausrasten, wenn wir wollen. Nun gut, Kletterpartie machen. So, genau, also wir haben ein bisschen sehr viele Möglichkeiten, hier noch Dinge zu tun. Wir haben auch sehr viel Platz und wir können noch da hinten gehen. Wir können noch so viel. Was ich auch gerne machen würde, ich würde gerne einen Baum haben, der dann hier auf diese Plattform dann so eine Brücke hat und dann praktisch, dass wir das hier oben so machen, dass praktisch wie ein Felsen wirklich ist, der nach oben kommt und dann oben drauf noch irgendwas haben. Entweder da oben drauf Blood Magic oder Blood Magic in den Baum. Bin ich mir unsicher. Oder vielleicht da Astral Sorcery, das wäre auch geil. Praktisch so dieser Felsen und danach so praktisch in die Sterne gucken. Ja, müssen wir schauen, wie wir das machen. Nun gut, aber jetzt würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und noch einen schönen Tag. Tschüss.